Die letzte Entscheidung steht noch aus. Wer gewinnt die Champions League? Nachdem Frankfurt die Euroleague gewonnen hat, Leipzig den DFB-Pokal, Man City die Premier League, Bayern die Bundesliga, Hertha BSC bleibt in der ersten Liga und der HSV darf nächstes Jahr gegen den ersten FC Kaiserslautern, der sich wieder zurückmeldet, nachdem er sich gegen Dynamo Dresden in der Relegation durchsetzen konnte. Aber jetzt geht es um die Champions League, um das Finale, um das Spiel Real Madrid gegen den FC Liverpool. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und Liverpool hätte es ja noch fast geschafft am Wochenende. Ich habe eine Textnachricht dann bekommen, hey, mach den Fernseher an, schau die Konferenz zwischen Liverpool und Man City, denn da geht was. Zu dem Zeitpunkt lag Aston Villa 1-0 vorne gegen Man City, haben dann noch das 2-0 geschossen, aber relativ schnell, dank Ilkay Gündogan, haben die Blauen, die Manchester City-Jungs, noch das Spiel umgedreht. Leider, denn Liverpool hätte sogar noch gewonnen und hätte dann am letzten Spieltag sich die Meisterschaft krallen können. Und meine Sympathien sind natürlich ganz klar mit dem FC Liverpool, mit Jürgen Klopp. Und nicht nur meine Sympathien sind auf Seite der Liverpoolianer, sondern auch die Quoten. Die Buchmacher sehen hier eine 2,13 und das ist schon eine sehr, sehr hohe Favoritenquote, finde ich. Vor allem dieses Real Madrid, was so stark bisher in der ganzen Champions League spielt, was so oft tatsächlich teilweise krasser Außenseiter sogar war von den Quoten oder zumindest kein hoher Favorit. Die haben ja wirklich ein episches Halbfinale hingelegt in zwei Spielen gegen Man City. Das Hinspiel mit 3-4 verloren, dann das Rückspiel gewonnen. Und das war einfach schon ein bisschen historisch. Und deshalb kann man eigentlich sagen, diese Champions League, egal welche dieser beiden Teams gewinnt, sie ist in den richtigen Händen. Vor allem Real Madrid, muss ich zugeben, hat zum ersten Mal für mich persönlich eine wirklich sympathische Mannschaft. Liverpool hat es ja auch noch sich im Halbfinale relativ schwer getan, nachdem das Hinspiel souverän 2-0 gegen Villarreal ausgegangen ist. Lagen sie dann im Rückspiel 2-0 hinten, aber konnten das ähnlich wie Man City oder genauso sogar noch umdrehen. Die Quoten haben wir schon gesehen. Für mich nicht richtig. Ich würde Liverpool eher so bei einer 2,5, 2,6 sehen und deshalb würde ich auf der anderen Seite sagen, Value liegt bei Real und vor allem, wenn wir bei den Asian Handicaps gehen, sehe ich hier schon, dass ein Unentschieden nach 90 Minuten eigentlich das Wahrscheinlichste für mich ist und dann könnte man mit der Line sozusagen auf Real 0,25 zumindest nach 90 Minuten ein bisschen was abstauben, wenn es dann wirklich entweder den Sieg für Real gibt oder das Unentschieden. Asian Handicap 0, auf gut Deutsch Draw No Bet, also kein Verlust bei Unentschieden und wenn deine eigene Mannschaft, auf die du tippst, gewinnst du halt die Wette. Eine 1,55 auf Liverpool, auf keinen Fall spielen. Eine 2,63 auf Madrid, das ist dann auch schon interessant, genauso eigentlich wie hier Double Chance auf Madrid x2 1,85. Das sind so für mich einfach die Wetten, die am meisten Sinn machen tatsächlich, aber am Ende des Tages möchte ich, dass Liverpool dieses Spiel gewinnt und von daher kommt das nicht in Frage. Beide treffen eine 1,66. Wenn einer natürlich schnell ein Tor trifft, dann wird das Spiel sich dementsprechend entwickeln. Ich gehe aber davon eher aus, dass es vielleicht lange 0-0 bleiben wird. Klar, wenn ich jetzt sage, wie geht das Spiel aus, dann sage ich 1-1 nach 90 Minuten. Dementsprechend könnte ich sagen, beide Treffen passt mir als Wette, aber die Quote finde ich tatsächlich nicht gut und das Over-Under mit über 2,5, was ja die klassische Linie ist, nur 1,75, gefällt mir auch nicht. Also wir haben Liverpool schon im Finale gesehen, wir haben Real Madrid schon im Finale gesehen und da gibt es dann eigentlich selten so wirklich offensiv geführte Spiele, vor allem, weil beide Teams ja gute Reihen haben. Was denkt ihr denn? Ich gucke jetzt auch nochmal, was mein genaues Ergebnis für eine Quote geben würde. 1:1 nach 90 Minuten geht dieses Spiel aus und dann wird, weil Liverpool ein bisschen längeren Atem hat, ein bisschen mehr das Ganze auch verdient hat. Man erinnert, ja, verdient stimmt jetzt nicht, aber aus meiner Sicht haben sie es mehr verdient. Deshalb sage ich dann 2:1 nach Verlängerung. Würde mich aber natürlich auch mega über ein spannendes Elfmeterschießen einer wirklich insgesamt sehr, sehr spannenden Champions League freuen und freue mich genauso auf eure Tipps, Kommentare, Ergebnisse, Likes, Abos und wir sehen uns bald wieder zur neuen Saison. Oddspedia.
der Sports Betting Community.